Hallihallo, wir sind zurück von der Pause und jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir das Dorfleben hier genossen und uns ein bisschen verstreut. Der eine ist beim Lederer, der andere darf verkaufen. Jetzt sammeln wir uns wieder und Zelda geht voran. Endlich! Endlich kannst du deinen Weg uns zeigen. So, sind denn alle da? Rosewind ist da. Die anderen beiden stehen hier drüben. Ja, Brausewind. Okay. Also, doch. Sagt zwar nichts, aber bewegt sich. Also ist alles im Lot. Wenn einer zufällig ein Zweihandschwert droppt, so in unserem Bereich, hätte ich das gerne. Ich guck mal gerade, ob ich eins im Gepäck habe, aber sieht nicht so aus. Nee. So, und jetzt versammelt euch hier auf dem Steg und genießt die Aussicht. Links seht ihr Wasserfälle. Da, wo die alte Stadtmauer ist, dahinter, ja? Darunter liegt ein wunderschöner See mit einem Häuschen auf dem See. Wahrscheinlich der Mittelsee. Da ist irgendeine Fahne drüber, ne? Ist da? Wenn ihr mir folgt bis hierher, genau, dann seht ihr hier nämlich... Richtig, da unten auf dem See ist auch noch ein Aussichtspunkt, da müssen wir auch noch hin. Und dann kann man hier noch weiter blicken bis in die fernen Berge. Na, hat sich das gelohnt. Wie wir hier stehen, alle ganz andächtig, keiner zappelt, ich bin schon überrascht. Oh. Österreich. Also ich würde es bereuen, das nicht gesehen zu haben. Ja, das ist die richtige Aussage. Ich danke dir, Brausewind. Sehe ich ganz so, genauso. Talarian ist eingeschlafen. Der Besuch in der Dorfkneipe ist wahrscheinlich... Ui, mit wem liegt er denn da? Mit einer Bürgerlichen oder mit einem Bürgerlichen? Das kann man ja deuten, wie man will. Ja. So, dann runter mit uns, damit wir uns den Punkt da hinten holen, den Aussichtspunkt. Seid ihr damit einverstanden? Damit sind wir mehr als einverstanden. Ich hoffe, dass irgendjemand von euch auch weiß, wie man den kriegt. Latscht hier nicht die Saat kaputt, ja? Bitte etwas vorsichtiger. So, hurra, wir sind verblödet, für uns bezahlt der Staat. Genau, wir latschen durch das Kreidefeld, wir latschen durch die Saat. Den Anfang musst du auch sagen. Jetzt ist wieder die Frage, ja, wie kommt man denn da drauf? Aber ich glaube, da ist ja, schon ist der Instinktiv. Talarian redet nicht mehr mit uns, Talarian mag uns nicht, aber Talarian möchte uns gerne zeigen, was er kann. Nein! Das Problem hatte ich bei meiner anderen Figur auch. Ich hab da eine Stunde gebraucht, um hier hochzurutschen. Soll ich euch den Trick verraten? Der Trick ist, einen Schritt nach hinten zu gehen, rückwärts. Damit man dann so dieser schöne Sprungbogen, damit der dann genau hier oben ankommt. Ah ja. Diesen Trick habe ich 10-mal versucht. Ich habe 10-mal im Wasser gelegen, aber... Ja, Belde, du kannst dann noch 5 Meter nach rückwärts gehen. Du musst erst von ganz da hinten... So, und jetzt springen. Alle, hopp. Siehst du wohl? Hoppa! Klappt's auch. Dankeschön. Und Brausewind, du auch. Alle, hopp. Super. Und Nadi, du schaffst das auch. Ihr macht mir keine Angst. Was, wer macht wem keine Angst? Das wollen wir doch mal sehen. So. Ach, das ist ja wirklich, auch die Musik ist hier ganz lieblich und sanft. Und man sieht eine wunderschöne Mühle. Du warst ja schon oben. Gut, ich mach mal hier so lange den Aussichtspunkt, dann hat Nali das sicherlich auch geschafft. Und denkt dran, das ist nicht sehr tief, keine Kopfsprünge. Du wirst das in unbekannte Gewässer, so man sowas nicht. Super! Und jetzt rückwärts. The more you know. Oh, er hat's! Ja, ich wusste es alle doch. Sind da. Sati ist schwimmen gegangen. Da springe ich doch mal hinterher. Mal gucken, ob ich sterbe. Keine Kopfsprünge. Ja, genau. Jawohl. Keine Kopfsprünge. Ein Kamm
Dings da ist da bei mir. Ich werde angegriffen. Ich bin im Wasser. Ich werde sterben. Was hab ich denn für Sachen alles? Mein Gott. Ist das Wasser kochen? Event in der Welt. Den müssen wir nur... Oh, ein riesiger, böser, riesiger Fisch. Wir haben hier wirklich ein Event geeventet. Böser. Bermuda-Barracuda. Ich kann euch hier auch nicht so richtig heilen oder sowas. Das tut mir ganz groß verteilt. Das weiß ich nicht wie. So haben wir Talaria, also nicht sterben, heil dich, rette dich. Gold gekriegt. Hat uns ordentlich. Ah, ich bin jetzt auch Level 11 übrigens. Oh, oh. Kreiert sie. Das heißt, ich kann jetzt auch langsam anfangen, mir um meine Skillung Gedanken zu machen. Oh, mächtiger Überwurf. Da hinten kämpft noch jemand. Ausrüsten. Das bedeutet, wir haben jetzt hier unabsichtlich, einfach weil wir hier unten hingetaucht sind, ein Event ausgelöst. Das ihr habt ihn selbstverständlich gerettet. Bei den meisten Events so, dass man das irgendwie auslöst, wenn man da hingeht oder hin. Ja. Wälder, wo geht's jetzt hin? Da, wo die hier kämpfen, oder? Ja, geh du mal vor jetzt wieder. Ja. Ich bin jetzt zufrieden, dass ich euch die Aussicht gezeigt habe. Ich sehe Nali, ich sehe Browserin, wo sind die anderen? Gerade noch ein bisschen am Kämpfen hier. Bin ein bisschen über Wasser. Ach, da unten. Eiswall. Eine Eiswand. Aha. Wow. Das ist beeindruckend. Kann man hier in den Abfluss reinschwimmen? Ihr wisst, das ist sehr gefährlich, ne? Ach, sind die Pumpen sehr stark Nee, doch nicht. Da ja, du hast recht. Sollte man nicht machen. Dann taucht mal alle auf. Schön, und dann können wir Deutschland folgen. Brausewind sich so um unseren Bildungsauftrag kümmert. Ja, natürlich. Also das sind ja wichtige Sachen. Ja, ich glaube, wir sind jetzt hier in der Ecke fertig. Und dann würde ich sagen, wir gehen den Fluss entlang, gehen zu der Insel, falls es da noch irgendwelche Sachen zu erledigen gibt, händlermäßig. Und dann gehen wir übers Shora-Plateau Richtung der nächsten Quest ganz oben. Helft Hilfsarbeiter Kadi und den Holzarbeitern von Orions Sägewerk. Na dann. Auf geht's. Wir folgen dir. Eben hier noch das. Wer hier Sammelwerkzeug hat, kann den Baum mitnehmen. Ich habe leider keins. Ja, das bleibt aber nirgendwo. Warum rennt denn Bein auf einmal alleine los? Der ist doch gar nicht. Weil los. Du auf R gedrückt hast. Also, das wusste ich halt. Mach mich doch. Manchmal weiß ich was. Halt ein bisschen Abstand weiter. Den Flusslindwürmern da. Du bist eine reale Bereicherung dieses Spiels. Wow. Aufheben der Gartenhacke? Nee, wir wollen jetzt nicht arbeiten, ne? Vertreibt die Banditen von Viehzüchter Curtis Hof. Ja, das haben wir ja letztens schon mal erfolgreich gemacht. Da sage ich mal, machen wir nochmal. Können die Leute ja auch nicht im Stich lassen. Das geht mal gar nicht, geht das. Kann man die mit Kuhfladen bewerfen? Das habe ich aber schwerer in Erinnerung. Man muss ja bei dem Spiel auch eine tägliche Tötungsquote erfüllen, ne? So dumm sich das auch anhört.
Ja, kann man, muss man nicht, aber wenn man es macht, kriegt man halt nochmal einen ordentlichen Batzen Erfahrungspunkte. Ah, da oben kommen sie jetzt auch gefühlt. Gegner sind natürlich hier sehr schwächlich, ne? Ja, irgendwie war das hier doch mal gefährlicher. Ja, hier oben sind einfach ganz viele Spieler, da steht ja gar keine Banditen mehr. Deswegen. Aber das sind ja sowieso nur alles Achter. Ja, guck mal, hier oben werden die alle abgefangen, Leute. Im Dorf der Banditen selbst quasi. Wow, jo, hier im Spawnpunkt kommt ja kaum noch raus. Nicht vergessen. Ja, mehr ein Meucheln hier als. Gibt eben mehr rechtschaffene Leute als umgekehrt. So ist das eben. Drei Prozent. 2% und geschafft. Oh, nur Bronze. Ja, wir haben ja alle Banditen von Anfang geklaut. An dabei. Ja, wir sind ja. Ich hab außerdem Gold gehabt, ja? Ahaha, du hast mir meine Banditen geklaut. So war das also. Gut, wir treffen uns am östlichen Rand der Farm. Osten ist da, wo der in Deutschland auf der Mauer hob. Ja, Mauer und Osten gehört ja auch irgendwie zusammen. Ich bin bei euch nur ein bisschen südlicher. Weil du Farm gesagt hast und nicht Farmhof. Greift mein Ziel an. So, da oben war der Fertigkeitspunkt, wir erinnern uns. Ja, da ist noch ein Veteran, aber ach. Die schaffen das auch ohne uns. Wir gehen jetzt weiter. Ja, die Vögelchen, sind sie nicht lieb. Die sind Zwangsopfer, wenn man seine tägliche Wächterquote erfüllen will. Ja, aber ich glaube, von denen haben wir jetzt schon welche gekillt. Meine ich mich zu erinnern. Ja. Wo wolltest du von hier aus hin? Zu der Insel und dann weiter. In den Nordosten vom Königental. Sati? Magst du mitkommen? Ja. Ja, achso, ich sag ja gar Wer Geschwindigkeitsfähigkeiten hat, der kann die auch gerne zwischendurch mal raushauen. Ein bisschen gemacht. Aber ich lasse mir den Spaß. Na gut. Ein und kurzes Vergnügen. Aber immerhin Vergnügen. Ja, dann weiter. So, jetzt wollte ich, weiß es nicht mehr, ob es hier noch irgendwie was zu erledigen gab, weil manche wollten hier bei den Handelsposten hin. Ich kann hier eigentlich auch mal eben abholen, was ich so verkauft und gekauft habe. Ich habe alles fertig. Ausbilder stehen hier nicht zufällig rum. Dann geht's jetzt weiter quer über das Schnorrerplateau bis zum Sägewerk oder was das da oben ist. Das heißt, andere Seite aus diesem Dörfchen wieder raus, über die Brücke. Natürlich, wenn alle fertig sind. Kurz Moment.
Wollen ja niemanden hetzen. Wir sind hier beim Spielen und nicht auf der Flucht.